Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Ice Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hm? Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Ja, für den extra fruchtigen Geschmack. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Fast fertig. Diese Batterien werden vielleicht noch mal nützlich. Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Okay, das ist der, den er mag. Verdammt richtig, ich habe mir nicht die Hände gewaschen, und? Wow, mit dem Zielen habe ich es wohl nicht so. Es wird Elaine nicht gefallen. Da braucht man wohl eine Münze. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Da muss man Münzen reinschmeißen. Mich hat man auch reingelegt. Ich habe auch geglaubt, dass der Kuchen keine Lüge ist. Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja, das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du, eigentlich...
Egal. Wieso ist dieser blöde Likör so teuer? Kennst mich doch. Bei mir gibt's nur das Beste. Warum machst du da nicht mal was mit deinem Gesicht? Hör schon auf, Randall. Die Liköre sind vom Feinsten. Wie viele Bars kennst du, die Macadamia-Schnaps haben? Nur Paddy's. Aber ich glaube, die haben mich abgezogen. Ich seh's nicht gern, wenn du in andere Kneipen gehst. War nur Spaß. Das hier ist die einzige Bar, wo ich Hundekämpfe im Hinterzimmer ausrichten kann. Was? Keine Sorge, das sind nur süße kleine Chihuahuas. Schluss jetzt, Randall. Ich weiß nicht mal, ob du es ernst meinst oder nicht. Und das macht mir etwas Angst. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon, ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ob man jetzt beschäftigt ist oder nicht, der Kunde ist König. Nicht, wenn dieser Kunde mich immer nur Geld kostet. Meinst du mich? Ich bin nämlich ein echt sensibler Typ, weißt du? Ja, ja. Ich sagte dir doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up zu tragen. Oh, Randall, du warst so nett und jetzt fängst du plötzlich wieder an, Witze zu machen. Also zunächst mal, das war kein Witz. Und zweitens, ich war nie nett zu dir. Nicht ein einziges Mal. Das bildest du dir nur ein, genauso wie du dir einbildest, dass alle deine Makel mit Make-up zu überdecken sind. Okay, das reicht. Lass mich allein, Randall, bitte. Tut mir leid. Es war nur ein Scherz. Ich wusste es doch. Du liebst mich, Randall Hicks. Und das weißt du auch. Ja. Wenn dich das glücklich macht und ich weiter Tiere mit in die Bar bringen darf, dann gewinnen wir alle. Na sicher. Moment, was? Tiere, Elaine. Tauben, Koalas, Scheiße werfende Affen, das Übliche. Und natürlich Matt. Das giftigste, tödlichste Tier der Welt. Randall. Ach, egal. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut, aber nur weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott, hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Roger. Scheiße, du blöder Penner. Ich hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Neue Gasse, was?
Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah ja, um eine Kleinigkeit. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche ja schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass es alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also vergiss es. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Elens Schmink, Edwy. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat.